Jeder Tag beginnt gleich mit einem guten Morgen. Und heute, es hat mit hier schon Radtrainierte an, Coratec Pace, da ist der Antrieb zu tauschen. Jetzt baue ich erstmal alles ab. Da brauche ich euch nicht spezielle zeigen. So, ja, jetzt wird es auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen langweiliger. Also wenn jetzt was Besonderes immer passiert am Tag, dann werde ich das mit reinnehmen in die Vlogs. Ansonsten, alles andere habt ihr ja schon gesehen. Also es ist ja auch wirklich endlich mit so einem Rad irgendwann mal. Ja. Irgendwann hat man den 100. Schlauchwechsel und dies und das und jenes. Da brauche ich jetzt nicht in die täglichen Vlogs mit reinnehmen. Jetzt was Außergewöhnliches ist, irgendwas, ja, oder ein außergewöhnliches Rad ist oder so, dann nehme ich es mit rein. Ansonsten die ganz normalen Schlauchwechsel, die ganz normalen Bremszug tauschen, Schaltzug tauschen etc. Das muss man nicht mehr zeigen. Also bin ich der Meinung. Das könnt ihr dann irgendwann, wenn der Livestream wieder läuft, könnt ihr zugucken sozusagen. Und dann seht ihr ja, was so geht. Könnt ihr zuschauen live. Das ist viel geiler eigentlich. Und das ist ja das eigentliche Konzept gewesen hier, dass hier ein Livestream läuft. Es ist noch nicht umgesetzt. Also in diesem Jahr. Und sollte aber demnächst auch kommen. Deswegen gibt es einen guten Morgen und dann lassen wir uns mal überraschen, was den Tag über so passiert an außergewöhnlichen Dingen. So wie gestern kam ja dieser geile Rahmen an, den finde ich zum Beispiel geil, das ist was Geiles, das muss man mit drin nehmen. Oder eben die Polizei, die einfach eine Tür gebrochen hat oder sowas. Ne? Also so eine Geschichten, das nehme ich einfach mit rein, was so passiert hier im Laden. Ne? Nicht die normalen Reparaturen. Also, dann sehen wir uns später. Ja, da habe ich das Tretlager hier rausgeschraubt. Und jetzt mache ich mal ein bisschen sauber. Hier ist auch Wasser drin. Also ein bisschen pflegen muss man sowas auch. Natürlich. Ein bisschen sauber machen. Einmal mit der Bürste durchgehen, auf alle Fälle. Den Dreck da rausholen. So. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt kann man ein neues Lager einbauen. So, Frage. Was für ein Rad ist das? Große Rätselraten, ich würde es mal für einen Rocky Mountain halten. Oder einen Steppenwolf. Aber genau weiß ich es halt nicht, jetzt so aus dem, vom ersten Blick her. Was ist das für ein Rahmen? Ist auf alle Fälle ein guter alter Rahmen, schöner Rahmen mit der geilen Verarbeitung. Ein dicker Lack ist drauf. Der ist allerdings hier schon aufgeplatzt. Und da sammelt sich natürlich Wasser hinter. Das müsste man eigentlich abmachen und. Naja, dann kriegt man es halt nicht mehr schön lackiert. Ne? Das ist das Problem. Also eigentlich müsste man ihn komplett neu lacken. Einmal strahlen, pulvern, fertig. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Rahmen ist. Ausfall innen. Schaltzugaufnahmen. So ein S-Band-Hinterbau schon. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Das wäre doch mal was. Bin mal gespannt, ob da jemand reagiert oder das weiß. Komplett XT ausgestattet, warte mal, auf alle Fälle. Und ja, mehr weiß ich nicht. Dann wurde mal billig getauscht. Immer hier billig, da billig, dort billig. Schade. Eieiei. So, hier. Lager klappert. Das lässt sich nicht mehr einstellen, das Lager. Leider. Deswegen schraube ich es jetzt mal auf und gucke mal nach, was da los ist. Schauen wir mal an, ey, wie ist denn das ausgeschliffen, ey? Sieht man das? Das sieht ja auch nicht. Tatsächlich. Das muss ich ersetzen, den Konus muss ich ersetzen, wird ein bisschen teurer. Aber so kann ich das nicht einbauen, das funktioniert einfach nicht. Ob ich so gut einstellen, wie es geht, das ist Quatsch. Die knacken denn da weg. Wenn ich das jetzt näher ran schraube, dann knacken die weg. Die Murmeln.
Also wird es nur eingesteckt, das Lager. Ja, das ging nicht mehr einzustellen. Ich habe jetzt alle probiert, hier alle durch, alle Konen, die ich so habe. Aber wenn man jetzt einen sauberen Konus mit reinmacht, dann ist der Narbenkörper, der ist schon durch. Leider. Also keine Chance. Der Narbenkörper ist mit, ist auch eingelaufen und deswegen nützt es nicht, da jetzt Konen rein. Ich habe neue Fettpackung drin in dem Lager, aber es läuft und rumpelt. Das ist hin. Das geht nicht. Also tauschen, neues Laufrad. Hier haben wir heute ein schönes Eddy Merckx mit Dura-Ace Komplettausstattung. Also das ist wirklich fein. Dura-Ace Schalthebel, Tretkurbel, Umwerfer, Schaltwerk, Bremsen. Bremshebel. Der Laufradsatz ist Santur. Santur Sprint. Und vorne ist es super. Santur Superb Pro. Schön. Schnellspanner tauschen. Natürlich. Gegen schnellen Zugriff sozusagen. Da werden jetzt einfach nur die Schnellspanner getauscht. Nicht wahr? Das Hinterrad ist platt. Er hat sich gewundert, warum. Weil der Reifen ist relativ neu. Er hat da neu aufgezogen. Und da ist auch nichts drin. Hat er recht. Aber man muss auch immer das Felgenband kontrollieren. Ich zeige euch jetzt hier das Felgenband, dieses Michelin-Felgenband. Wenn man es ein paar Mal benutzt hat, mit Hochdruck fährt, dann drückt es durch. Und hier ist eine scharfe Kante. Ich muss das mal runter machen, den Reifen, dann zeigt das euch gleich. So, hier sieht man das sehr schön. Da ist es aufgerissen durch den Luftdruck. Ne? Da drückt sich dann der Schlauch durch. Naja, und dann scheuert er sich da durch. Hier auch, auch aufgerissen. Da noch nicht, hier auch aufgerissen. Die sind ja auch schon alt, diese Michelin-Bänder. Felgenband sollte man halt ab und zu mal ersetzen. Das kostet ja nun wirklich nicht viel. 2 Euro, 3 Euro. Irgendwie so. Kommt das ab und neu. Ja. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben, also wenn ihr einen platten Reifen habt und ihr wisst, dauernd einen platten Reifen beim Rennrad und ihr wisst nicht warum, kontrolliert auch bitte immer das Felgenband. Ja. Mika, gibt einen Tipp ab, was ist das für ein Rahmen? Also so wie diese hier verbunden sind, die sind ja ein bisschen nachgeschliffen. Ein bisschen geglättet, wa? Putzt, ja. Nee, Stahl, ist schon klar. Das ist ein Stahlrahmen. Ich meine, was für ein Hersteller. Ach so. Mika wieder. Nein, ich sehe ja jetzt auch. Nee. Okay, Alter, wir beenden diese Umfrage. Ja. Heute haben wir eine Competition. Mika schraubt heute blind eine Achse auseinander. Hier ist vorne, ne? Sitzplätze für Schwerbeschädigte. Setz dich doch, Mika. Setz dich doch einfach. Ich dachte, in der Wohnung ist draußen. Hat gedacht, seine Wohnung brennt? Die steht dann in Flammen, so den Rauch. Hier. Das ist ein Defekt eigentlich. Naja, Loch drinne. Ja, na, die defekten Schläuche sind das zum Basteln. Also die kaputten, die ich ausbaue. Na, bestimmt schon. Ganz neu. Der Tisch steht. Drei Wettertraft. Der Gartag kann beginnen. Gack. Der Tommy hat schon sein Frühstück. Mika blinzelt. Und hätte jetzt die Möglichkeit. Mika kann Frauen hinterher gucken, es funktioniert. Nee, ich sehe, die Stimme war ganz unangenehm. Und das Gips in den Beinen. Die Stimme war ganz unangenehm. Du bist mir auf Anhieb unangenehm. Lagercheck. Hier ist nur Öl drin. Nee, gib einfach hin. Oder leg einfach hin. Das ist dein einziges Tuch, was ich gefunden habe. Naja, das sind doch mehr, ne? Wie viel sind das denn? 9, oder? 4, 6, 8, 10. 10. Kann man sauer machen, das geht so nicht. Sieht nicht aus.
ein Scheiß, dass die Kugeln hier drauf liegen und ich mit dem Tuch auf kratzen möchte. Wie machst du das eigentlich so ohne Putztücher? Ich meine, Ich hab tonnenweise Putztücher und du bist vorbeigelaufen, du guckst ja nicht mal richtig hin, aber du kannst ja auch nicht sehen. Ich kann nichts sehen. Ist auch scheiße, ja. Dann machst du es halt so. Was? Und? Haben wir Glanz? Haben wir Glanz. Die Stumpfen, ja. Wie? Ja. Die hatten weniger Fett auf der Seite. Noch weniger Fett. Aha. Als die anderen. Ich hab grad Chips hier essen. Nee, die ist jetzt scheiße. Hinterher finde ich es immer eklig. Ja. Oh, der Micker da! Der Micker! Nö. Ich muss eh gleich los. Ich hol der Polizei heute noch mal. Na, da kommt noch einer. Die holst du mir nicht nochmal. Schöne Pfingst, meine Kleine. Ja, danke, gleichfalls. Ich muss doch mal zu meinem Kumpel. Danke nochmal. Was ist denn heute los? Keine Ahnung, er muss zu seinem Kumpel. Was ist heute los? Mahlzeit. Hallo. Wieso wolltest du die Polizei holen? Wen hast du denn? Was denn? Wie denn? Nee, was denn? Nee. Ich habe eben Spaß gemacht. Ich sage eben gerade, weil der Mikey Mickermann, der war eben hier, was war der? Ich weiß, dass er hier war, der hat doch hier, ich schraub die ganze Zeit, der Micker. Ja, ich sage, ich habe dir schon gewarnt, ich wollte schon die Polizei rufen, die Sicherheitsrat. Ach so, das ist ja öde, Wolfgang, Mensch. Hast du nicht verstanden? Nee. Ich wollte die Polizei holen, dachte, was ist denn da passiert? Von mir aus. Hast du verscheucht, Wolfgang? Ach. Was hast du denn gesagt zu dem armen Micker? Gar nicht. Micker. Hab dir wohl gesagt, was, den liebst du noch weiter? Ja, nicht. Ja, und tot ist er. Moin. Weil der an mir vorbeigefahren ist, deswegen halt mich gewundert eben da. Mann, ist aber los, ich hab gedacht, der Groß erstmal. Wieso haust du ab? Ist bei dir eine Wohnung was los, oder? Ja. Haben sie deine Wohnung übernommen? Nein. Bist du mal so freundlich, holst du mir mal einen Stuhl oder eine Bank? Ja, setz dich doch hier im Pappkarton. Nee. Ich hol dem alten Mann. Den Stuhl. Ja, du kriegst meinen Stuhl, ist kein Problem. Ja, ja, nee, ist ja kein Problem. Ich muss ja die Tasche holen, wenn ich dann loslange. Da ist Müll drin. Nee, ich geh jetzt. Du kannst dich schön. Wolfgang, du hast meine Frau vertrieben. Nein, ich muss eh los. Der hat jetzt zweimal. Hat das bei mir das Paket im Fritzen hingelt, immer der Gels da und dann der Armes. Marlies, heute Abend aber hast du Wachmodus. Ja, ja. Morgen ist Pfingsten. Oder so. Was? Hä? Fische und Windeln? Was ist denn das für eine Kombo? Gibt's das zu essen nachher oder was? Heute gibt's Fisch mit Windeln? An Windeln? Wo ist denn Mika jetzt hin? Da ist er, wa? Ja. Micker, was los? Micker. Wollten wir schon die Polizei rufen? Micker. Du kannst ja eigentlich, bist du nicht berechtigt, Fahrrad zu fahren mit deiner Nullsicht. Schaltung nicht schlecht. Was? Wir sind alle drei Gänge da. Aber die läuft nicht schön, wa? Solltest du mal. Ja, jetzt mal Ruhe, Wolfgang. Jetzt muss mal der Chef reden. Solltest du mal den Zug fetten im oberen Bereich. Weißt du, wie du das machst? Die hängst du da unten aus am Rahmen. Genau, und dann ziehst du einfach die Hülle runter und machst ein bisschen Fett oder Öl. Da kannst du Leichtlauföl sogar machen. Und dann läuft das wie geschmiert quasi. Wisst ihr, deswegen höre ich immer nicht, ob das was zu ansagen, weil ich gar keine Ansage habe. Weil ich gucke einfach aus dem Fenster. Das ist auch das, was ich den Leuten vornehme. Vorhin waren Leute da, die haben, ja, wir müssen erst mal gucken, wie der Wetterbericht wird morgen. Eventuell nehmen wir es morgen noch. Ich sage, dann guck doch morgen aus dem Fenster, dann wisst ihr, wie der Wetterbericht, wie das Wetter ist. Ja, ist auch eine Idee. So, ich meine, sind wieder gegangen. Naja, kann sie doch morgen entscheiden. Ist doch egal. Die haben ja angedacht, das soll ja fix so schönes Wetter werden. Ja, siehst du, und darauf höre ich nicht. Wird doch kein schönes Wetter. Ja, bitte? Einfach diese Brunox am besten. Das ist die Brunox, ne? Ja. Das soll ja jetzt nicht zäh laufen, ne, sondern soll ja und sich gleichzeitig ein bisschen die Korrosion lösen. Und da ist Brunox nicht schlecht.
Was gibt's denn Neues bei dir? Der Mika ist da. Na, was denn? Du wolltest doch wissen, was gibt's denn Neues? Mika ist da. Ein Kaffee ist neu, den hat mir meine Frau gebracht. Das ist mein erster Kaffee. Was dann bei Neues jetzt? Die Polizei ist gestern eingebrochen hier ins Haus. Wir sind eingebrochen? Ja. Was ist denn passiert? Ja, nicht. Ist einfach die Polizei eingebrochen ins Haus. Du musst doch. Danke nochmal. Tschüss. Okay, danke dir. Ciao, ciao. Der ist doch gut. Die geht immer weg und ich glaube, man muss das Rad nochmal wieder nach hinten ziehen, weil die hängt so durch. Das hast du schon mal ein paar Mal gemacht und das hilft. Weil ich mache jetzt immer hier so Hände und das nervt mich. Ach, machst du? Ja, hallo RTL. Also ich brauche echt Hilfe, weil ohne RTL, ich schaff's halt einfach nicht. Ja, jetzt kann ich auch selber machen. Ach, die Kamera bewegt sich, das ist ja wirklich toll. Also ich habe dieses Problem mit der Kette, die fällt immer ab. Das hat aber nichts mit mir zu tun. Das hat nur mit diesem Reifen zu tun. Und Thomas ist der Mann, der das kann. Und was sagt der Thomas? Prost. Ich weiß, du machst gerade Latte Macchiato, aber ich... Milchkaffee. Ja, ja, genau. Latte Macchiato. Milch, Kaffee für die Ostdeutschen. Guck mal, wir brauchen das hier nur so aufmachen. Du hast die Utensilien und dann ziehen wir das nach hinten und dann knallt... Ist ne... Komm mal hier ran. Ich komm mal nicht ran. Ich komm doch noch nicht ran. Ah, mein Herr, das macht also 50 Euro geben dafür, dass ich das mache. 50 Euro. Ist das vielleicht richtig gegriffen? Nee, wirklich? Ey, das war jetzt aber Zufall. Ja, hör auf, ey. Was soll ich lernen im Fahrradladen? Bin ich Profi oder was? Nö. Nee, aber habe ich richtig gegriffen? Entschuldigung, das muss man erst mal sagen. Hat sie richtig gegriffen. Ja. Jetzt wollen wir hier nicht über Männer und Frauen und so sagen. Nö. Eben. Mann. Nee. Da sind wir schon mal schon interessant, oder? Eigentlich ist es eine Mischung. Ja. Der eine oder andere wehrt sich sehr dagegen, deswegen hasst er die anderen, dass er in sich alles hat, Mann und Frau. Ach so, ja, ach, das ist doch. Deswegen fangen die immer an, so gegen und so. Ist doch scheiße, ich hab auch Titten. Ja, genau. Manche müssen. Wolfgang auch, was? Er hat auch Titten. Ja, die ja, meisten Männer haben Titten. Ja, ich weiß nicht, ganz Männer ehrlich. Titten. Gute, schöne Männertitten. Soll ich was helfen? Schöne Titten soll Mach man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Ja, nur ist zu kurz, ne? Wie? Jetzt haben wir ein Problem hier. Ach, Quatsch. Jo, pass auf jetzt kommt Königsfrage. Er muss das Kabel so ein bisschen verlängern. Aber nur mit einer kleinen Mutter da, oder? Ja, schon richtig. Und jetzt ist die Frage, schaffst du es, den passenden Schlüssel auf Anhieb zu geben, der da reinpasst? In dieses kleine Jahrrad? Ja. Bin ich gespannt. Sie hat nur einen Versuch. Geil. Ab dreimal ist können, ne? Wissen wir ja. Letztes ist schon das zweite Mal dann. Wenn das erste Mal hat es ja schon geklappt. Jetzt bin ich natürlich. Ja, ich auch. Nee, warte mal. Ich werde schon fast feucht vor Aufregung. Ist schon der Wolfgang kratzt sich am Kinn. Das hat also nichts Gutes zu bedeuten. Ich würde das anbieten, weil der passt bestimmt. Und map, der, map, map. Der passt? Map. Ich kann ja schneiden. Warte. Nee, ich warte ja. Ist die Form die richtige? Ja, die Form ist die richtige. Okay. Du musst wesentlich. Du musst, der ist zu dick. Muss doch kleiner. Noch kleiner als der? Ja. Okay. Das ist ja ganz klein, so ein ganz kleiner als hier. So ein Mokel. Okay. So ein Mokel. Na, wollen wir mal probieren? Komm, wir probieren mal. Da. Gut? Ja, alle gut. Komm, war doch nicht schlecht. Naja, aber jetzt wird mal wunderbar. Manch einer kriegt das nicht gebacken. Ich bin ja ein schlauer Typ. Ja, du bist ein schlauer Typ. Schlau. Nee, du bist eine Typin. Ja, hi. Hey, jetzt auch nicht so einen Resignierten, bloß weil du nichts siehst. Oh, hat der auch so eine Hände. Ja, Alter, ich hab mich angeguckt, wie so ein Auto. Hat er voll Angst gekriegt. Guck mal, MacGyver hat ein Taschentuch. Ja. Muss mal richtig waschen. Was ist los, Mika? Kannst du dir mal die Augen ausstechen, dann hat er das Problem nicht mehr. Und? Besser? Ja. So alles super, der merkt gar nichts. Verwirrte Menschen vor mir so. Verwirrte Menschen. Soll man küssen? Denn zum Küssen sind sie da.
Die Menschen sind zum Küssen, ja, 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 so nah. Emma, ja? Der Oliver heute wieder hier. Der Posi, Posi-Pisi? Nee, und auch. Ja, und was wollte der? Keine Ahnung, ich glaube, der muss mal weit gehen. Wahrscheinlich, wo das Gerüst als nächstes hinkommt. Was? Naja, bei Wolfgang vor Fenster ist noch Platz. Ja. Habt ihr wohl, seht ihr ab und zu, wenn er auf dem Hof rumrennt. Ja, ich war jetzt, ich bin ja eh nicht da. Sag du, Boba, du stalkst den oder was? Sag mal, rauchst du? Wer? Ja. Du? Rauchst? Ich kenn nie. Nee. Hier. Deswegen hat das da drüber Augen. Ist das dein Mitarbeiter? Nee. Das ist der Mika. Den haben sie, ja. Mit dem Bus hergebracht. Haben sie abgeworfen, weil sie, ja, weil sie nicht integrieren im weil sie nicht wollten. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Sieht gut aus, oder? So sieht das gut aus. Oh, geil. Danke. Thomas, du bist der Beste. Nur du kannst das, oh, kein anderer. So marontisch. Ich war bei vielen Fahrradläden, also bin mindestens drei. Mhm. Und er ist der Beste und ist nicht gelogen. Mhm. Er findet es voll geil. Oh. Wenn sie wüssten, was der gerade macht. Okay, cool. Ich kollabiere. Weiß ich doch. Ich bin vor Scham rot geworden. Das ist das, was du brauchst. Zwischen Lob. Den Arschfalten. Lob und Anerkennung, das ist das Einzige, was wir brauchen. Denken zu brauchen. Ich gebe noch was mit auf den Weg. Ist aber ein Trugschluss. Kannst du mal drin machen. Hab ich auf Band, muss ich mir nachher beim Schneiden nochmal anhören. Ich muss das. Nee, aber jetzt gerade. Bis man das checkt, das dauert ein bisschen. Ne, Wolfgang? Genau. Du bist es ja als Jesus. Du bist ja Christi. Du brauchst Jesus. Du bist Jesus. Jeder ist ein Jesus. Brauchst du auch Jesus? Ich bin auch Jesus. Alle. Ich brauch Pesos. Du brauchst Pesos? Ja, Pesos. Ich bring dir nachher was vorbei. Ja, was du? Willst du denn Pesos? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas. Indonesien. Mach doch irgendwas Schönes. Bring doch mal was Schönes. Bring doch mal was. Ne? Du brauchst Luft im Fahrrad hinten. Ja, bring doch mal was Schönes. Hey, Spaß beiseite. Alles Spaß beiseite, ernst kommt. Jo, ich hab einen Ständer geschenkt bekommen, weil er Schrott ist. SG Plätscher Montage am Rahmen und da ist so ein Fußteil dran aus Plastik, das ist abgebröselt. Ja, auf alle Fälle ist der Ständer abgebrochen und ich werde jetzt gucken, ob man den noch verwenden kann. Da kommt meine Tochter. Mein Dotter. Hallo. Habe ich deinen Platz geklaut? Okay. Hi. Nee, jetzt nicht, Kinder sind da, möchte ich nicht. Ja, gut. Das möchte ich nicht. Gut. Ah, morgen. Ja, morgen machen wir. Mama, Papa, Sammy will mich. Nein, 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 nein. Papa, du bist der Beste. So, ich gehe jetzt. Nimm mal deine Zahnbürste. Bevor sie gleich wieder runterfällt. Das tut es. Aber jetzt haben liegt ja auch nicht hier. Gott, das ist hier. Nur Zeit. Zu mir? Morgen Kohle, ja? Ja. Danke. Hammer. Wie lange? Bis zwei. Mama, Klaus, Hammer. Wolfgang, du musst was machen in deinen Husten, das hört sich ja furchtbar an. Ja, ja, manchmal ja. Das ist besonders schlimm. Papa. Papa. Skadi, gib mal Papa die Kamera wieder. Böse Haus. Papa, bitte. Ja, gern. Und bekommst du ja auch bald, das ist ja schön. Ach ja, und du bist dann wach. Ja, ich hoffe auch. Bis später. Wolfgang, du musst was machen, das ist ja Katastrophe. Manchmal ist es gut. Eben auch dann habe ich es nicht. Naja, auch kommt mein gut. Das Ding ist kaputt hier, das Fahrrad. Die Gabel ist verzogen komplett. Die knickt zur einen Seite weg. Hier so. Das
Rad steht total schief drin. Ist im Arsch. Was soll man machen? Schon mal an der Markthalle. Jo. Schon ein paar Mal. Auch nach dem Umbau? Das, ja, ja, jetzt da wo wir vor kurzem lag da drin, nach dem Umbau, ja, nach dem Umbau, ja. Jetzt haben wir da durchgelaufen, da war schon mal auf dem Flohmarkt da, weil doch nach dem Umbau da drinnen. Ich war früher schon mal, machst du schon mal nochmal Hennigerhalle in der Kreuzfeste? Eisenbahnstraße? Ja, mal Hennigerhalle, klar. Markthalle. Wo bin ich da? Welche bist du denn überhaupt? Dann mal Heinekeplatz. Ja, da, das wüsste ich da, ja, ja, klar, das wüsste ich. Von reden wir doch die ganze Zeit. Ja, ja, so, ja. Es gibt da noch einen anderen Mal hinten, noch eine Heinekehalle. Markthalle. Ach so, ja. Ja. Heinekehalle gibt es nur eine. Nee, es gibt noch mehrere. Markthallen gibt es mehrere. Ach so. Ja, ich meine, gut, ich meine, ja, ja. In der Eisenbahnstraße muss es auch noch eine. Wrangelstraße drüben. Wrangelstraße, ja, ja, ja. Da war ich auch schon mal, das gefällt mir nicht so. Das ist aber auch neu, ob die noch ist, wird die dann auch neu gebaut, alles. Da haben sie neu gemacht oder nicht? Ja, haben doch alles neu gemacht, also wie gesagt. Ja, dann war ich noch nicht da, ich war da, wo das noch das alte war. Also, war ich auch das letzte Mal, stimmt. Da ja. War das nicht so schön. Also fand ich nicht so. Also, ich war schon ewig nicht mehr, da ohne auch schon nicht mehr, nee. Aber hier die neue eine Markthalle hier, wie gesagt, das ist hier mal Hennigerhalle hier, die ist schön, ja. Haben sie jetzt erst wieder vor kurzem alle fertig gebaut. Und schwuppdiwupp ist auch schon wieder abends. Ich habe den letzten Auftrag. Bremsbeläge anschrauben. Und das mache ich jetzt mal schnell noch. Den Bremsbeläge hier auf der anderen Seite ran. Und dann... sind wir fertig für heute. Was sollen wir machen? Einmal Position von mir noch. Heute habe ich sehr wenig aufgenommen auf der Karte. An Zeit. Verkauf und Service. Ja. Fertig! So, ich mache Feierabend. Also, ich räume jetzt noch ein bisschen auf hier und werde dann den Laden schließen und pünktlich heute nach Hause kommen. Das ist doch auch mal ganz nett. Also, ich guck mal, wie der Schnitt heute wird. Interessiert mich sehr. Ich habe hier noch 7 Stunden 19 zur Verfügung. Normalerweise habe ich 3 Stunden, 4 Stunden noch zur Verfügung, also wesentlich mehr Videomaterial aufgenommen. Und ich bin sehr gespannt, was ich aus diesen kurzen Szenen, die ich heute aufgenommen habe, raushole. Und hoffe, dass ich alles gut getroffen habe, was heute interessant war. Und das ist ja auch die Frage. Was ist interessant? Vieles ist auch uninteressant. Viele Leute wollen so lange... Teile gar nicht sehen, also solange Vlogs oder so gucken sich gar nicht an und die haben ja auch gar nicht die Zeit, also ich verstehe das ja auch, da bin ich ja überhaupt nicht beleidigt, ich bin ja genauso, also ich würde dann, weiß ich nicht, also wissen die, interessiert ja nicht jeden, interessiert alles, ne? Und muss mal schauen, muss mal gucken, den richtigen Weg finden erst, ich wachse ja da auch erst rein so ein bisschen, auch wenn ich das schon jetzt fast 2 Jahre mache, ist das ja trotzdem für mich immer wieder so ein bisschen neu, ein bisschen. Und deswegen nicht sauer sein, wenn der ein oder andere Vlog vielleicht ein bisschen scheiße wird oder so, aber ja, die üblichen Gestalten sind mit dabei heute wieder. Bubbel und Wolle. Ich meine, das sind ja die Leute, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Die sind jeden Tag hier, die sind da, die blubbern einen voll und na, das zeige ich halt dann auch, ne? Warum nicht? Muss man ja auch machen. Na gut, ich schließe für heute, damit ich ein bisschen aufräumen kann, ein bisschen was ich hier schreiben kann, beschriften kann, Abrechnung mache und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe,
ihr seid dabei und sagt es weiter. Wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr es weiter sagt. So, dass das hier ganz, ganz verrückter Laden ist, ne? Wo alles Mögliche passieren kann und am Ende nichts passiert. Also, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.